natürlich auch. Unser Neuzugang hat gestern wieder beispiellosen Einsatz gezeigt. Für diese Leistung befördere ich dich hiermit zum Unterbrandmeister. Du bist heute als Fahrer für das Drehleiter-Korbfahrzeug Florian 7 eingeteilt. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann, ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Feuerwehr 2014. Die Simulation. So, wir sind, wir müssen das Drehleiter-Korbfahrzeuggerät. Florian 7 verwenden. Das ist einiges her. Seit den letzten Folgen gab es wieder jetzt seltener Folgen geben, weil euer Interesse an dem Spiel immer im Kanal rapide zurückgegangen ist. Also die Quoten sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Sind immer noch eines der besten und beliebtesten Spiele, deswegen gibt es auch weiterhin natürlich Folgen, klar, ganz klarer Fall. Florian 7 an Leitstand. Aber in letzter Zeit habe ich sehr viel zu kämpfen gehabt mit meiner Aufnahmetechnik. Und zwar dieses dämliche Audiospur verschoben. Es gibt niemanden da draußen, den es mehr ärgert wahrscheinlich als mich. Und ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen, weil einige Leute sind mich da auch schon wieder ganz scharf angegangen. Und was ist denn das hier? Rotzt nur noch raus und so weiter. Leute, ich habe drei Jobs. Ja, drei. Ja? Und einer davon ist Videos machen. Und ich sehe das als Job, weil es mir Spaß macht. Und eine Arbeit, an der man Spaß macht, das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt. Ja. Aber die anderen Jobs nehmen natürlich auch sehr viel Zeit weg. So, das heißt, ich muss, wenn ich Videos aufnehme und online stelle, habe ich einen Arbeitsablauf, der voll optimiert ist. Ja? Das heißt, die Videos werden erstellt, laufen dann durch meine Skripte und am Ende purzeln die fertig hochgeladenen Videos oben raus und ich muss quasi kaum noch was machen. Das Problem ist, wenn so eine Audiospur sich mal verschiebt und das in letzter Zeit häufiger vorkommt, um das rauszufinden, müsste ich dann nochmal alle Videos einzeln nochmal durchklicken und hast du nicht gesehen, dann hin und her schieben. Mein gesamter vollautomatischer Workflow sozusagen würde dann zusammenbrechen. Ich könnte ihn nicht mehr verwenden. Und naja, das würde bedeuten, dass ich pro Video dann nicht, also insgesamt dann 30 Minuten oder so brauche, sondern wieder über eine Stunde. Und dann würden halt einfach nur die Hälfte der Videos kommen. Dann wäre das Geschrei natürlich auch wieder groß, weil das ist keine Lust mehr auf YouTube, bla bla bla. Das kennen wir schon. So, deswegen habe ich mir jetzt in den letzten Tagen echt gesagt, ich setze mich hin, optimiere alles, was Leute meinen, was man optimieren könnte, damit dieses Problem aufhört, dieses Audio-Delay, was dann irgendwann entsteht in den Aufnahmen. Ja, und das braucht Zeit. Ne? Man muss ja immer ein bisschen testen, muss auch immer längere Aufnahmestrecken aufnehmen, man muss dann immer mal schauen, wann passiert der Fehler, kann ich das noch an irgendwas anderem merken. Liegt es am Sound-Device? Liegt es an den Treibern? Liegt es an der Grafik? Liegt es nur am Aufnahmeprogramm? Liegt es am Codec? Da gibt es so viele tausende Möglichkeiten. Und jede muss man testen, um da hinzukommen. Und immer braucht man so eine halbe Stunde Aufnahmezeit. Was ich momentan... dafür benutze ich derzeit Fallout New Vegas. Einsatzbefehl für Florian, damit wir da ein bisschen drankommen. Kam eine Alarmierung rein. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Ja. Wie dem auch sei, Fallout New Vegas ist eines der fantastischen neuen Projekte in meinem Kanal. Auch das gehört zu der einen oder anderen Änderung, die es an meinem Kanal geben wird, weil die Quoten, die Einschaltquoten, die Zuschauerzahlen gehen doch zurück. Das kann natürlich auch ein bisschen mit dem Sommer zu tun haben. Ich werde auch einige Zeiten mal etwas ändern. Das heißt, die Zeiten wann welches Spiel erscheint am Tag, da werden wir auch ein bisschen mit experimentieren müssen. Und schauen wir mal, was das eventuell bewirkt. So, beim letzten Mal hat sich das Spiel aufgehangen beim Laden, als ich ein anderes Aufnahmeprogramm. Auch hier muss ich wieder testen, ne? Da habe ich auch ein anderes Aufnahmeprogramm mal gecheckt und das ging alles nicht. Übrigens könnte ich jetzt auch, glaube ich, die Grafik auf Ultra Mega XXL machen, weil ich habe auch eine neue Grafikkarte hier drin. Auch das eine richtig, richtig teure Grafikkarte, um zu schauen, ob es daran vielleicht liegt. So, jetzt habe ich wieder das Problem. Ich habe wieder vergessen, hier umzustellen. Also das, Gucken, ob sie irgendwo überhaupt brennt.
habe wieder vergessen, meine Aufnahmetasten umzustellen. Also ich sehe jetzt hier kein Feuer. Das heißt also, wahrscheinlich ist wieder irgendwo ein Brandalarm hoch ausgelöst, wo keiner ist. Warum kann man übrigens die Textur gucken, Herr Bürger? Ne, ich sehe einen Brandalarm, sehe ich schon, aber ich sehe hier nicht den... Ich sehe hier nicht, dass es hier brennt. Dann ist es wahrscheinlich ein Fehlalarm. Welcher Brandmelder hat den ausgelöst? Ich sehe ja auch keinen Brandmelder. Also wenn, dann müsste es hier in der Richtung sein. Ah, hier brennt doch nichts. Ja, ich kann die Map nicht zoomen da unten. Das ist ein bisschen blöd gerade. Wo ist? Es könnte noch hier hinten um die Ecke sein. Also hier steht ja einiges rum, was brennen könnte. Da brennt's! Wie komme ich denn da hin? Hallo? Ah, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ha, sehr gut. Sehr gut. Du bist der Fehler, dass man vier Arme hat. Ist, glaube ich, auch jetzt behoben. Hier war die, glaube ich, drin. Nee. Die Leute laufen panisch weg, aber... Da ist sie doch. Genau, denn wir müssen uns wahrscheinlich jetzt erstmal mit der Axt da reinkämpfen. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen spät. Das Feuer bricht weiter aus. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir da mit dem Feuerlöscher hinkommen. Ja, toll. Haben wir überhaupt einen? Das ist die nächste Frage. Ansonsten, wenn ich jetzt hier den ganzen Kladderadatsch aufbauen muss mit, allem drum und dran, also mit Hydrant und Co., dann wird's aber eng. Wäre ich jetzt schneller gewesen, dann hätte es wahrscheinlich geklappt. Sitaku isse, Philosophus man sisse. Das denke ich mir das öfter mal bei einigen Kommentaren. So, aus geht das. Na komm. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei Feuerwehr 2014, ob ihr da auch bemerkt habt, dass die Audiospur in irgendeiner Form asynchron geworden ist. Melde den Einsatz hiermit ab. Also da meine ich jetzt, das nirgendwo gefunden zu haben. Aber wenn ihr dann ein Video gefunden habt, wo das auch der Fall war, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare und bitte freundlich. Es gibt ja Leute, die schreiben... Ja, diese Kommentare lese ich dann auch nicht mehr, weil das ist mir einfach zu doof. Ich bin so erzogen worden, dass man mit jedem Menschen freundlich umgeht. Und ja, das erwarte ich dann einfach auch von meinen Mitmenschen, nicht? Ist auch verständlich. So, wir haben 14.22 Uhr. Das heißt, wir werden mal eine kleine Ehrenrunde drehen und dann geht es auch schon Richtung Heimat. Die Frau rennt einfach in mein Auto rein. Da konnte ich nichts für. Tja. Hier vorbei am Kiosk. Die hupen immer noch, weil die hier rumstehen. Keine Ahnung, was die da für Probleme haben. Und die fahren hier mit 100 Sachen in die Ortschaft rein. Das waren wahrscheinlich Schaulustige. Ja, und ich werde dann gleich mal den, die Grafik hochschrauben irgendwann zwischen den Folgen. Mal gucken. Damit wir nicht hier durch diese Matsche fahren müssen. Weil, also die Grafikkarte sollte das können. Allerdings nicht bis zur nächsten Folge, fürchte ich, weil... Könnte etwas knapp werden. So, auf zur Wache. Wow. Eieiei. Also neue Reifen gehen auf mich, Jungs. Neue Reifen gehen aufs Haus. Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So,
So, da hinten ist wieder das Irrenhaus. Ihr hört da schon, wie die mit den Türen klappern. Erinnert mich ja so ein bisschen an Minecraft, ne? Da ist ja auch irgendwie so türentechnisch immer mal viel geklappert, wenn das die Leute unterwegs sind. Ja, alles senkrecht. Hi. Hi. Pass doch auf. Alles senkrecht. So. Das Bild hängt schief. Ja, der gute Dominik, der hat doch die These in den Raum gestellt, ich möge keine Kunst. Aber natürlich mag ich Kunst, deswegen hänge ich die Bilder ja auch gerade hier. Und wenn die halt so einen lüttigen Nägeln hängen, was soll ich denn da? Kann ich auch nichts für. Was ist denn hier los? Entschuldige. So, dann gehen wir wieder eine Runde mit dem Herrn Frenkel schlafen. Da geht der Mond auf. Wir sind übrigens wieder auf dem Alien-Planeten. Habt ihr gesehen? Der Mond zieht in die falsche Richtung. Genauso wie im letzten Spiel. Florian 7 aus Brunsdorf kam eine Alarmierung rein. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat Feuer gefangen und es werden noch Personen vermisst. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es echt heiß hergehen. So, das ist also ein Einsatz. An Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Das ist wieder ein Einsatz, wo wir alles machen müssen. Drehleuterfahrzeug, Atemschutz aufsetzen, all den ganzen Quatsch. Ich glaube, meine Reifen sind nicht in Ordnung. Aber was ihr schon seht, wir haben den großen Vorteil, wir können uns einen Schlauch klauen von den Kollegen. In der Hoffnung, dass der reicht. Also wenn da zwei Löschfahrzeuge dabei sein sollten, dann sollte es kein Problem sein. Übrigens würde ich gerne dann fürs nächste Spiel so noch so ein Gimmick haben, dass man sagen kann, ab einem bestimmten Rang kann man den mitfahrenden Begleitfahrzeugen, die da eh nur rumstehen und zugucken, sagen, hier, schließt schon mal meine Schläuche an. Das fände ich stöfte, wenn das gehen würde. So, wahrscheinlich ist dieser Brand wieder in diesem, also wieder da in diesem einen Haus da, wo wir schon wissen, wo es ist. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ja. Schon wieder hat die Alte, die da oben wohnt, die immer rumschreit, hat schon wieder... steht der Notarzt genau im Weg hier. Ja, du musst mal... Kollege, du musst mal aus dem Weg gehen hier. Du stehst da vollkommen bescheuert. So, wir holen... Ja! Wir holen uns schon mal unsere Maske. Die Kollegen haben ja auch noch zur Not eine. Ja. Hilfe! So, einen haben wir schon mal. Und die nächste. Da brauchen wir erstmal einen Schlauch jetzt. So, da brauchen wir welchen Schlauch? Den hier. Nein! Ja, das ist echt ein bisschen hakelig hier. Gut, dass wir Licht haben. Also wenn wir schon nichts können, Licht haben wir. Dann gehen wir mal schön Löschi-Löschi machen. Und letztes Mal hatte ich ja, glaube ich, dann wirklich vergeigt, dass ich meinen Atemschutz aufgesetzt habe, oder meine Gasmaske. Da regen sich die Feuerwehrleute immer so auf. Das heißt nicht Gasmaske! Das heißt Atemschutz! So. Wobei, appreciated, ne? Also wenn Leute sich da echt auskennen, da ab und zu mal so ein, zwei Tipps geben, wie es dann in der Realität ist. Aber es ist halt eine Simulation, ne? Und ich glaube, bei so einem Rettungswagen-Simulator, da drehen Leute auch ab, wie ich die Leute dann halt da behandeln muss, was vielleicht mit der Realität dann auch nicht so viel zu tun hat. Also möchte ich euch recht herzlich euch bitten,
Da liegt der dritte. Das ist nicht immer so eng zu sehen, weißt du? Hey, das ist ein Simulatorspiel, da wollen wir ein bisschen Spaß haben. Und ich hoffe, ihr habt das auch in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Feuerwehr 2014 Simulation. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.